Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bedenkt, es ist nur eine Prognose und es ist nicht als voller Ernst zu sehen. Ich bin außerdem kein ausgebildeter Kommentator, das heißt Sprachfehler etc. sind immer mal wieder denkbar. Macht euch da keine großen Gedanken, das ist da nicht böse gemeint, wenn ich mal irgendwas falsch ausspreche, sondern ich hab's einfach nicht besser drauf. Aber jetzt geht's los mit Hoffenheim gegen Man City. Viel Spaß dabei! Heimspieldebüt für die TSG Hoffenheim in der Champions League. Manchester City zuletzt am ersten Spieltag gegen Lyon unerfolgreich gewesen. Das wollten sie hier direkt ausgleichen und nach 5 Spielminuten machten sie direkt das erste Ausrufezeichen auf das Blatt Papier und es ging so weiter. Guardiola konnte zufrieden sein. Die erste Möglichkeit für Hoffenheim kam dann nach Joel Lintons Kopfball nach 13 Minuten zustande, war aber wirklich harmlos und Manchester City war angestachelt. Sie wollten jetzt die ersten 3 Punkte in der Gruppenphase holen. Das ist Silva viel zu frei, viel zu leicht ausgespielt, die Verteidigung. Und nach 24 Minuten stand es 0:2. Jetzt wurde es rabenschwarz für Hoffenheim. Denn Manchester City machte weiter und traf aus allen Lagen. Jeder Schuss jetzt ein Treffer, 43. 0:3. Fernandinho und das schon fast die Entscheidung. Und im zweiten Durchgang ging es schlecht weiter. 50 Minuten gerade mal gespielt. Bernardo Silva mit dem nächsten Treffer, 0:4. Und das war letztendlich dann der Knockout für Hoffenheim. Aber sie gaben sich zumindest noch etwas mal positiv nach vorne. Andrej Kramaric in der 81. Spielminute mit dem 1:4. Das bedeutete auch das Endresultat. Man konnte damit nicht zufrieden sein. Am Ende wurden sie leicht besser. Aber das 1:4 geht unter dem Strich in Ordnung. Das muss im nächsten Spiel dann wieder besser werden. Nach 2 Spielen in der Bundesliga ohne Sieg möchte der FC Bayern zumindest seine weiße Weste in der Champions League beibehalten. Zuletzt bei Benfica Lissabon gewonnen. Das war eine souveräne Leistung und das wollte man jetzt hier gegen Ajax Amsterdam wieder aufs Feld bringen. Die erste Möglichkeit, die wirklich gefährlich wurde, kam nach 20 Minuten. Gnabry mit der Flanke auf Lewandowski. Der ist auch da per Kopf, aber noch etwas zu ungefährlich. Halbe Stunde jetzt fast gespielt. Bayern wurde drückender. Goretzkas Schuss. Gefährlich abgefälscht von Eting. Dadurch wird er richtig gefährlich. Geht dann aber auch links vorbei. Sodass das 1:0 noch nicht zustande kam. Bayern war drückend. Das ist jetzt mal ein Fehler in der Hintermannschaft. Und Goretzka, der am Freitag gegen Berlin noch aussetzte, machte jetzt das 1:0. 33. Spielminute. 1:0 für den FC Bayern München. Und das war verdient. Nach der Pause wachte dann Ajax auf die erste Möglichkeit. Ziyech. Aber erstmal die Flanke abgewehrt von Goretzka. Der Torschütze, der einzige bislang an diesem Abend. Aber Ajax Amsterdam wurde gefährlicher. Der anschließende Eckstoß von rechts reingetreten. Und De Jong kommt auch per Kopf zum Torabschluss. Geht haarscharf vorbei. Setzt sich da gut durch gegen Thiago und Hummels. Aber es wurde aus Sicht der Bayern nicht bestraft. 20 Minuten jetzt noch zu spielen und Ajax drückte wirklich auf das Ausgleichstor. Das ist Neres. Neres zieht den Ball einmal zurück, schließt ab und Alaba wirft alles rein, was er hat. Der Kampf, die Leidenschaft stimmte beim FC Bayern München, aber wieder hatte man das Gefühl, dass man nicht so dominant auftrat wie schon zuletzt gegen Augsburg und Hertha. Das 1:1 lag in der Luft. 10 Minuten nochmal. Tadic ist das. Ziyech mit dem letzten Abschluss der Partie. Neuer sicherte das 1:0 aus Sicht der Bayern am Ende etwas schmeichelhaft. Man freute sich trotzdem. Im ersten Durchgang machten sie eine gute Partie, hätten wieder nachlegen müssen. Nur diesmal wurde es im Gegensatz zum Spiel gegen Augsburg nicht bestraft. Der FC Schalke 04 möchte in der Champions League die ersten 3 Punkte einfahren. Beim letzten Heimspiel gegen Porto klappte es fast. Ein umstrittener Strafstoß führte zum 1:1, was das Endresultat dann auch bedeutete. Hier hatten sie nach 5 Minuten die erste Möglichkeit, zumindest der erste Ansatz einer solchen. Nach einer Viertelstunde wurde dann auch Lok Moskau mal nach vorne vorstellig. Fernandes mit dem Abschluss, aber auch tolle Parade von Fährmann. Der ist unten in der Ecke und vermeidet den frühen Rückstand in dieser Partie. Es war ausgeglichen, nicht so viele Torchancen. Aber kämpferisch geprägt. Dann wieder der FC Schalke 04. Sebastian Rudi steckt klasse durch. Und Marc Uth trifft nur den Pfosten. Das war jetzt auch mit Pech verbunden. Und 35. Minute. Rudi, Sané wieder Pfosten. Es sollte einfach nicht klappen für Schalke. 5 Minuten vor der Pause dann diese Möglichkeit. Und Igor Denisov nutzt das aus. Bitter für Schalke, weil sehr unnötig und sehr unverdient
Zweimal Pech mit dem Pfosten und dann lagen sie zur Pause zurück. 10 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt. Schalke drückte weiter. Rudi wird da angeschossen und der Ball wird richtig gefährlich. Aber auch das sollte nicht das Tor für Schalke sein, sodass die Möglichkeit sich ergab, für Lock die Partie in der 70. zu entscheiden. Bentaleb war noch dran, aber Fährmann war aufmerksam. Schon die Nachspielzeit und nochmal Schalke, aber auch die letzte Möglichkeit wurde vergeben. Sané nochmal mit einer tollen Schusstechnik. Es wurde nicht belohnt. Schalke machte eine richtig gute Partie, geht hier als unverdienter Verlierer vom Platz, aber Lok Moskau machte das eben clever. Erzielte das wichtige Tor, was dann auch die Entscheidung bedeutete. Ergebnistechnisch war Borussia Dortmund in der Champions League nach dem ersten Spiel in Brügge im Soll, aber spielerisch sollte es doch jetzt besser werden. Zuletzt in der Bundesliga spielerisch auch stärker präsentiert. Jetzt kam AS Monaco, eine gefährliche Mannschaft, die man nicht zu unterschätzen hat. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den schwarz-gelben Paco Alcacer, nimmt den Ball schön hoch, trifft den auch nicht schlecht, aber mit zu wenig Wucht. Dann dieser Fehler bei Dortmund in der Hintermannschaft und dann ging es schnell, aber der Pass von Falcao war zu unpräzise. Das sind die Dinger, die Monaco normalerweise ausnutzt. Hier hatte Dortmund Glück, dass der Fehler nicht bestraft wurde. 0:0 also zur Pause. Marco Reus noch ohne Torschuss. Es war eine relativ harmlose Partie von beiden Parteien, die sich erstmal aufs Verteidigen konzentrierten. Dann gab es diese Grätsche von Henrichs. Unzureichend, dann Thielemanns dazwischen. Schmelzer nochmal abgelegt und Delaney mit dem Schuss nach 51 Spielminuten. Dortmund war die bessere Mannschaft von zwei, wie gesagt, sehr defensiv konzentrierten Teams. Dann gab es aber nur wenig später auch mal wieder einen Ansatz einer Möglichkeit für die Gäste. Sidi B mit der Flanke, Akanji kann nicht richtig klären. Das macht dann Delaney für ihn wieder wett. Wäre sonst eventuell auch gefährlich geworden. Wenig Torchancen weiterhin in diesem Match. Und 25 Minuten vor dem Ende war noch keine wirklich hundertprozentige Torchance auf dem Papier vorstellig geworden. Jetzt drohte in der Endphase die Partie fast einzuschlafen, aber Dortmund versuchte es nochmal. Marco Reus mit dem Abschluss, aber auch da war wieder ein Fuß dazwischen. Glick macht das gut und verhindert, dass der gefährlich aufs Tor kommt. Sonst eigentlich eine schöne Schusstechnik, die aber nicht belohnt wurde. Die letzte Möglichkeit der Partie hat es dann aber nochmal so richtig in sich. 90. Spielminute, Dahoud, aber ein bisschen auch sinnbildlich, dass der dann nicht reingeht. Wäre auch nicht unbedingt verdient gewesen. Ein Resultat, mit dem Dortmund auch sicherlich leben kann. Es wäre mehr drin gewesen, aber zumindest die Null hinten steht und damit kann man auch grundsätzlich zufrieden sein. 4 Punkte nach 2 Spielen in der Champions League sind ja auch durchaus akzeptabel. Die Eskapaden zweier Spieler von Rasenballsport Leipzig sind jetzt wohl wirklich ausgeräumt. Vom letzten Europa-League-Spiel gab es gegen Salzburg ja die ein oder andere Unstimmigkeit, die wurde hier erstmal vergessen gemacht. Spätestens jetzt war das alles egal. Timo Werner mit dem 1:0 und Leipzig wollte jetzt nach dem Auftaktpatzer den ersten Sieg einfahren und das klappte zur Anfangsphase sehr gut. 20. Minute bereits das 2:0 von Kevin Campbell per Kopf. Der zweite Kopfballtreffer nur wenig später. Fehler bei Trondheim, 26. Tore, Reginussen mit dem 0:3. Dann kam auch mal Trondheim nach vorne und zwar so Söderlund mit dem 1:3. Es war eine spektakuläre, eine torreiche Partie. Mvogo hier ohne Chance. Vor der Pause wieder Leipzig, wieder Augustin. Diesmal trifft er auch in der Europa League. Diesmal war er wohl richtig eingestellt. 1:4, aber auch das bedeutete noch nicht den Halbzeitstand. Nochmal Trondheim, Jensen mit dem 2:4 in der 45. Der zweite Durchgang ging dann nicht ganz so spektakulär weiter. Leipzig meldete sich noch ein einziges Mal zu Wort. Sabitzer machte in der 56. mit dem 5:2 alles klar. Das bedeutete auch das Endresultat. Leipzig kann damit sehr gut leben. Eine spektakuläre Partie. Vor allem offensiv wieder sehr gut und viel geboten von Leipzig. 5:2 gewinnen sie und damit die ersten 3 Punkte in dieser Europa-League-Saison. In Unterzahl bei Marseille das Spiel noch gedreht. Frankfurt ist in dieser Europa-League-Saison angekommen und jetzt wollten sie zu Hause auch das erste Ausrufezeichen setzen. Und das setzen sie bereits in der 3. Spielminute durch Sebastian Haller. Was für ein Kopfball, erster Treffer für ihn im laufenden Wettbewerb.
Schön eingenickt das Ding und es stand früh 1-0. Und mit dieser Motivation und diesem Selbstbewusstsein ging dann Sebastian Haller in der 22. Minute zu diesem Sensationsschuss. Puh, was für ein Abschluss, super Technik, kurzes Eck, aber wenig zu halten. Müller mit der Flanke zum 3-0, Sebastian Haller mit dem Lupenrein-Hattrick. 45 Minuten waren gespielt und Frankfurt nahm Lazio Rom auseinander. Es war wirklich ein klasse Spiel. Im zweiten Durchgang wurde dann aber Lazio auch mal vorstellig. Dormsi ist das. Aber nicht das 3-1. Wenn hier der schnelle Anschlusstreffer gefallen wäre, dann eventuell nochmal Spannung. Der kratzte haarscharf am Kasten vorbei. Aber Lazio wollte es jetzt nochmal wissen. Caicedo. Schöner Ball, aber Trapp muss nicht eingreifen. Rüttelte da seine Mannschaft nochmal wach. Kann froh sein, dass er hier nicht eingreifen musste. Das war wirklich ein strammer und platzierter Schuss. War sogar noch dran mit den Fingerspitzen. Ich korrigiere mich. Dann gab es aber auch nochmal diese abgeglitschte Flanke. Trapp war aufmerksam. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit zum 4-0. Kurz vor dem Ende. Aber auch das sollte nicht mehr sein. Wäre auch nicht mehr verdient gewesen. Frankfurt gewinnt ungefährdet am Ende mit 3-0. Eine tolle Partie der Eintracht. Insbesondere im ersten Durchgang ließen sie auch nichts anbrennen. Und so starten sie mit 2 Siegen in dieser Europa-League-Saison und grüßen von Tabellenplatz 1. So, das war die Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit in den Kommentaren tippen würdet. Ansonsten über einen Daumen und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.